Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie man ein Word-Dokument nach Excel konvertiert. Bevor wir starten, nehmt euch einen Moment, um unser Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Hier haben wir also ein fiktives Bankstatement als Tabelle im Word-Format. Nun wollen wir diese aber in Excel etwas geordneter weiter bearbeiten. Unser Ziel ist es also, so zu konvertieren, dass es anschließend in Excel übersichtlich in Spalten und Zellen aufgeteilt ist. Das ist gar nicht so schwer, denn Word und Excel haben einige Funktionen, die uns diese Aufgabe erleichtern. In diesem Bankstatement sind verschiedene Daten aufgelistet. Zunächst speichern wir dieses Dokument. Wir klicken auf Datei, Speichern unter und anschließend als einfache Textdatei speichern. In diesem Konvertierungsfenster lasse ich alle Einstellungen auf Standard. Schließt euer Word und öffnet Excel. Im oberen Tab klicken wir auf Datei und öffnen das Textdokument, welches wir eben gespeichert haben. Mein Dokument hatte schon Spalten, deswegen klicke ich hier auf Getrennt. Wäre dies nicht der Fall, kann man auf feste Breite klicken und der Wizard erstellt automatisch Spalten. Wir klicken auf Weiter. Hier könnt ihr die Spalten anpassen. In den meisten Fällen muss man hier ein Häkchen machen. Wenn du möchtest, kannst du jeder Spalte ein anderes Format geben. Jetzt klickt ihr hier auf Fertigstellen und schon öffnet sich eure Tabelle in Excel. Es hat geklappt. Unsere Daten aus Word wurden erfolgreich nach Excel übertragen und können hier nun weiter bearbeitet werden. Schreibt uns gerne eure Fragen in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit, um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.